Hallo zusammen. Ich befinde mich knapp 10 Kilometer südwestlich von Osnabrück. Genauer gesagt in der Gemeinde Haßbergen, Ortsteil Ohrberg auf dem Hügel. Den Hügel kannte ich bis vor kurzem noch nicht. Und dass ich hier bin, das verdanke ich einer Empfehlung von Tretboot. Lieber Treti, recht herzlichen Dank. Ich war letzte Woche schon mal hier. Aber da habe ich keine guten Fotos und auch keine guten Videos vom Berg mitgebracht. Und darum bin ich heute nochmal hier. Ich habe es vor allen Dingen abgesehen auf einen sehr schönen Aussichtspunkt. Ihr seht hier einen Wegweiser. Ja, und zu meinem Aussichtspunkt geht es da lang. Und der Aussichtspunkt hat auch einen Namen. Und der nennt sich Schöne Aussicht. Ja, da waren die Haßberger sehr kreativ. Aber der Name, der passt wirklich. Letzte Woche bin ich auch hier diesen Weg entlang gegangen. Der ist ziemlich steil und dort geht es an einem Gedenkstein vorbei. Und wenn man über diesen Kamm ist, dann sieht man den Silbersee in so einem Canyon. In der Richtung kann man auch entlang gehen. Dort geht es dann zu diesem Augustinerschacht. Den habe ich mir bis heute noch nicht angeguckt. Der Augustinerschacht ist eine Gedenkstätte und ein Mahnmal an den Zweiten Weltkrieg. Denn von 1939 bis 1942 war es ein Gefangenlager für französische Kriegsgefangene. Und von 1942 bis Kriegsende war es ein Straflager der Gestapo. Also finde ich gut, dass man so ein Mahnmal macht. Man sollte sowas eben halt nicht vergessen. Ich gehe jetzt hier lang zu meinem schönen Aussichtspunkt. Also zur schönen Aussicht und dort sehen wir uns wieder. Schon alleine wegen diesem Aussichtspunkt lohnt sich für mich der Weg zum Hügel. Und hier vorne ist auch eine Bank. Da nehme ich erstmal Platz. Die Aussicht ist wirklich herrlich. Ich schaue jetzt auf die Orte meines tagtäglichen Lebens hinunter. Und es ist unglaublich. Bis vor kurzem kannte ich diesen Ort noch nicht. Hier am Hügel haben schon vor 2500 Jahren Menschen gelebt. Also damals war das hier alles Urwald und die A30, die gab es noch nicht. Hier im Hügel wurde früher auch Steinbruch und Bergbau betrieben. Schon 1180 wurde hier Silber abgebaut. Dann hat man das Ganze eingestampft. Und 1722 wurde die Schürfung von Silbererz wieder aufgenommen und daraus haben die Osnabrücker ihre eigenen Münzen geprägt. So einen alten Bergbaustollen kann man hier auch im Hügel auch besichtigen. Ich habe jetzt ein paar Fotos gemacht und auch so eine Kamerafahrt. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Und wenn ja, dann werde ich euch das nicht vorenthalten. Das ist ja mal eine schöne Aussicht. Und direkt vor uns im Norden, da thront ein alter Bekannter. Das ist der Piesberg. Und so herrlich freigestellt wie von hier habe ich den Piesberg noch nicht gesehen. Der Piesberg ist wie der Hügel ein absolut lohnendes Ausflugsziel. Und von dort oben habe ich auch schon ein YouTube-Video gemacht. Natürlich über den Piesberg und den Link dazu, den findet ihr in der Box. An diesem Tag war es natürlich wieder mal diesig, wie soll es anders sein? Dennoch starte ich mal meine Kamerafahrt.
Wir starten von Nordwesten aus. Wo gleich seht ihr das IKEA-Schild. Und dahinter werdet ihr den Flugplatz in Atta sehen. Das erscheint jetzt im Bild und ist jetzt in der Bildmitte. Gleich in der Bildmitte ist das Hauptbriefverteilungszentrum der Post in Osnabrück-Kellern. Das ist jetzt in der Mitte. Den brauche ich euch nicht mehr vorstellen. Und wenn wir jetzt in den Dunst hineinschwenken, dann erscheint gleich die Kapili-Kaserne oder die ehemalige Kapili-Kaserne im Westerberg. Ich habe noch mehr Videosequenzen vom Hügel mitgebracht, die ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Beim ersten Mal bin ich direkt nach der Arbeit dort hochgegangen, war länger im Hügel, als ich das eigentlich geplant hatte. Und da war ich zum Schluss auch ziemlich groggy. Das sieht man den Videos auch an. Und dann war ich das letzte Mal, letzte Woche in Begleitung dort oben gewesen. Wir waren für viele, viele Stunden im Hügel und es hat richtig Spaß gemacht. Auch davon möchte ich zwei Videosequenzen zeigen. Also ich war an drei verschiedenen Tagen dort gewesen mit der Kamera. Und anders wie bei meinem Peaceback-Video wusste ich nicht, was mich dort erwartet. Also dieses Video wirkt nicht nur planlos, sondern das ist es auch. Dass das Ganze eine Empfehlung von Tretboot war, das habe ich schon erwähnt. Verschwiegen habe ich bis jetzt, dass auch Tretboot den Hügel besucht hat. Zusammen mit seinen Team Racing-Kollegen. Zu sehen ist das auf sein Vlog 19. Und das Schöne ist, die beiden haben genügend Wald dagelassen. Apropos Tretboot. Im Hügel gibt es eine Sage über Zwerge. Dieses Zwergenvolk nannte sich Skönauken. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Heißt so viel wie schöne Augen. Sie lebten am Hügel in Höhlen. Gut, spätestens seit Herr der Ringe wissen wir, dass sich Zwerge dort bevorzugt aufhalten. Und die Sage geht folgendermaßen. Also, man konnte diese Zwerge nicht sehen. Manche haben behauptet, sie wären unsichtbar. Aber Tatsache ist, niemand hat diese Zwerge je gesehen. Und diese Zwerge haben für die Leute, die am Hügel gelebt haben, Werkzeug gemacht. Also richtig gutes Werkzeug. Und das funktionierte folgendermaßen. Also wenn jetzt so ein Bauer so einen Pflug brauchte, dann ist er im Hügel rein zu einem bestimmten Ort vor so einer Höhle. Dort gab es dann einen Stein oder einen Tisch. Da hat er dann so einen Zettel hingelegt, was er denn braucht. Also quasi seine Bestellung abgegeben. Und dann ist er ein paar Tage später wieder dorthin und dann war da sein Flug fertig. Und dann war da wieder so ein Zettel dran und dann stand da drauf, was die Zwerge dafür haben wollten. Also eine Rechnung. Nun, heute ist das so, dass die Skönaugen dort nicht mehr leben. Die Zwerge sind weg. Und da mache ich mir ja meine Gedanken drüber. Ich meine, die verschwinden ja nicht einfach so. Die gehen ja nicht alle gemeinsam in Zwergenrente. Ich glaube, dass die Zwerge noch da sind. Ich meine, wir leben in einer digitalen Welt. Ich glaube, dass sie ihr Unternehmen nur modernisiert und ihr Angebot erweitert haben. Oder habt ihr schon mal einen Mitarbeiter von Amazon gesehen? Ich bin unterwegs zum Silbersee und ich bin gerade an so einem Gedenkstein vorbeigekommen. Und dieser Gedenkstein ist einem Osnabrücker Heimatkundler gewidmet, der hier 1926 verstarb. Ja, nützt ja nichts.
Hier steht mal wieder eine Bank. Die ich auch dringend benötige. Ich bin jetzt am Silbersee. Und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich drehe euch mal um. Und in der Bildmitte ist der Silbersee. Ich zoome mal so weit, wie es geht, heran. Da ist er. Der Hüggel wie auch der Piesberg sind übrigens für ihre Fossilienfunde bekannt. Nur mal so am Rande. So, jetzt setze ich mich aber erstmal hin. Boah. Ich habe da oben noch einen Wegweiser gefunden. Dort ging es dann zum Hügelweg. Wenn ich die Wanderkarte richtig in Erinnerung habe, dann führt dieser Hügelweg noch zu einem zweiten Aussichtspunkt. Ich muss sagen, das tue ich mir heute nicht an, weil ich bin doch ziemlich platt. Dann gibt es hier auf dem Hügel auch noch Lernwege. Ich finde, das ist eine tolle Idee, wenn man in so einen Wald klüger herauskommt, wie man hineingegangen ist. Gut, diese Lernwege, da war ich heute nicht drauf. Ich werde wiederkommen. Und dann werde ich mal einen von diesen beiden Lehrwegen ausprobieren. Was ich schön fand, ist, ich bin jetzt aus Richtung Osnabrück hier hingekommen, war auf der Längericher Straße. Die Längericher Straße, das ist so eine Hauptverkehrsstraße, die aus Osnabrück herausführt. Und ich war da genau zur Raschauer. Und nur 2-3 Minuten später bist du hier, ich sag mal, in der Wildnis und hast deine Ruhe. Also das fand ich jetzt doch sehr beeindruckend. Ja, lieber Treti, nochmal danke für deinen Tipp. Ich werde jetzt nach Hause fahren, werde mein Auto suchen, aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Schön duschen und dann kommen die Füße auf den Tisch. Ich treibe mich schon wieder mal im Hügel rum. Diesmal sogar in angenehmer Begleitung. Nämlich mit eurer Kamerafrau. Schönen lieben Dank, liebe Kamerafrau. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo genau ich mich im Hügel befinde. Aber ich habe einen sehr schönen Aussichtspunkt gefunden. Schaut euch das mal an. Hier haben wir einen wunderschönen Ausblick über Osnabrück. Man sieht die Katharinenkirche, das Iduna-Hochhaus und auch den Dom. Ich glaube, ich werde euch nochmal eine Kamerafahrt spendieren. Wir sind hier auf dem Kammweg gestrandet und hier beginnt die Aussicht dort, wo sie bei der schönen Aussicht endet. Mit diesem Highlight hier, mit dem Blick über die Altstadt und den Zentrum von Osnabrück. Da möchte ich euch nachher auch noch mal ein Foto zeigen. Ich hätte euch gerne ein schärferes Foto mitgebracht, aber leider hatte ich keine klare Sicht. Ich möchte euch mal kurz schildern, was auf diesem Foto zu sehen ist. Und zwar von links nach rechts. Ganz links seht ihr die Marienkirche. Sie ist etwas schwer zu erkennen. Nicht, weil sie so klein ist, sondern weil sie so dunkel wirkt. Also ganz links die Marienkirche. Und davor seht ihr das Dach vom Osnabrücker Rathaus. Leichter zu erkennen dagegen ist der Dom, das Iduna-Hochhaus und die Katharinenkirche. Und hinter den Zweigen, da lugt die Herz-Jesu-Kirche hervor.
Man hat auf diesem Kammweg nicht nur diesen einen Aussichtspunkt, sondern diesen ganzen Weg entlang hat man immer wieder einen prachtvollen Blick über diese Gegend hier. Nun kann man später zum Beispiel das Franziskushospital auf dem Harderberg sehen. Wer den Hügel besucht und diesen Kammweg noch nicht kennt, der sollte diesen auf jeden Fall mit einplanen. Wir sind jetzt 7 Stunden im Hügel. Das ist einfach fantastisch hier. Also der Wald sieht immer anders aus. Und wir haben noch lange nichts gesehen. Also noch nicht alles gesehen. Wir werden jetzt nach Hause gehen. Und wenn ihr hier in der Nähe vom Hügel wohnt, dann will ich auf jeden Fall hier mal vorbeischauen. Richtig klasse hier. Ciao. Und jetzt rutschst du gleich aus und ich habe alles auf Video. Dann habe ich endlich mal ein YouTube-Video, was 1 Million Klicks bekommt. Ich habe es doch gesagt.